Guten Tag, liebe Weinfreunde, liebe Kollegen und herzlich willkommen zu einer weiteren Weinverkostung. Geheimnisumwittert und wild kommt der Süden Frankreichs manchmal daher. Authentisch und sehr originär, sagen andere, dem schließe ich mich sehr gerne an. Begibt man sich von Montpellier aus südlich in das Languedoc und von dort aus noch weiter Richtung Spanien in das Roussillon, so sind dies fast vergessene Regionen. Trotz der atemberaubenden Natur und der Kultur sind dies doch auch Landstriche, die auch heute nicht vielen aus eigener Erfahrung bekannt sind. Dabei findet sich hier so mancher Schatz an uralten Reben, einzigartigem Terroir und ganz eigenen Weinen. Entdecken Sie heute mit uns die Welt der verführerischen Vendus Naturels aus Banyuls und entdecken Sie mit uns die Welt der eigenständigen Weißweine und der großartigen roten Gewächse aus dem Languedoc-Roussillon. Eine Region, die leider lange Zeit bekannt war als Lieferant für billigen Massenwein. Teilweise ist dies auch noch so. Doch dank einiger überzeugten Pioniere avanciert diese Region immer mehr und mehr zum Geheimtipp. Exemplarisch für dieses doch recht große Gebiet haben wir uns einige kleinere Appellationen ausgesucht, die beide Regionen sehr gut repräsentieren. Aus dem Roussillon verkosten wir heute Weine aus den AOPs Collioure und Banyuls. Im Languedoc wenden wir uns dann den AOPs Terrasse du Lassac, Fougère und Minervois-la-Livinière zu. Ganz im Süden Frankreichs, an der Grenze zu Spanien, finden wir die AOPs Collioure und Banyuls im Roussillon. Nördlich davon, im Languedoc, liegen die AOPs Minervois-la-Livinière, Fougère und Terrasse du Lassac. Beginnen wir mit einem kurzen historischen Überblick. Die weinbauliche Geschichte beginnt mit den Griechen im 5. Jahrhundert vor Christus. Unter römischem Einfluss nahm dann die Qualität der Weine, aber auch die Größe der Rebfläche, vor allem im Languedoc, mehr und mehr zu. Und damit gelangen wir mit großen Schritten in das 17. Jahrhundert ins Jahr 1681 und damit zum Bau des Canal du Midi. Dieser Kanal beginnt bei Carcassonne am Mittelmeer und führt bis nach Toulouse. Dort geht er über in den Canal Lateral à la Garonne, der, wie der Name schon sagt, in die Garonne mündet. Der versierte Weintrinker weiß, von hier ist es nicht weit, die Gironde runter, vorbei an Bordeaux und schon ist man am Atlantik. Dieser Umstand sorgte für einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung in der Region Languedoc-Roussillon. Händler konnten auf dieser Autobahn ihre Ware unglaublich schnell verschiffen und sie waren mit den damals beiden wichtigsten Meeren verbunden. Im Gepäck hatten sie natürlich immer auch etwas Wein, denn die Nachfrage und der Bedarf in den Städten war recht groß. 1853 wurde die Region dann noch an den Schienenverkehr nach Nordfrankreich angeschlossen und das Golden Age des Languedoc begann. Allerdings leider nicht für lange, denn bereits Mitte der 1860er Jahre kam die Reblaus nach Frankreich. Die Zerstörung, die dieses kleine Insekt in den Weinbergen anrichtete, war verheerend. Da ein Großteil der Weinberge nicht mehr existent waren, musste Wein aus dem Ausland importiert werden. Dieser Wein war oft schabtalisiert oder verwässert. So kam es zu einer Schwemme von Billigweinen aus Italien, aus Spanien oder aus Algerien, die dann munter mit den heimischen Weinen verschnitten wurden. Neben einer Herabsetzung der Qualität hatte dies auch einen enormen Preisverfall zur Folge. Kleinere Betriebe und Arbeiter waren ruiniert und dies wirkte sich natürlich wiederum auf die komplette Wirtschaft aus. So kam es dann 1907 zu mehreren Monaten andauernden Aufständen im kompletten Languedoc-Roussillon. Die Folge war ein Weingesetz, das dem Betrug einen Riegel vorschob und das Aufzuckern bzw. das Verwässern eines Weines unterband. Allerdings sah dann der Erste Weltkrieg eine neue Überproduktion auf sich zukommen, als den Soldaten eine Tagesration von einem Dreiviertelliter Wein zugesprochen wurde. Leichterer Wein aus zum Beispiel der Charente oder aus dem Beaujolais wurde mit Weinen aus dem Languedoc, aus Tunesien und Algerien verschnitten, einzig und allein mit dem Ziel, um irgendwie auf 9% Alkohol zu kommen. Das war damals eben auch ein wichtiger Kalorienlieferant. Dass dies aber weder für den Ruf noch für die Qualität der Weine aus dem Languedoc-Roussillon förderlich war, ist klar. Nach einigen weiteren Wirren kam dann endlich 1987 das Gesetz zur geschützten Ursprungsbezeichnung. Der Vin de Paydock war geboren und die Restrukturierung begann. Und so stehen wir heute vor ganz neuen Herausforderungen. Der Markt ist noch größer, nämlich global geworden. Der Kunde ist vielleicht noch etwas kritischer geworden und eindeutig geht der Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit.
Zum Glück gibt es mehr und mehr Winzer, die sich genau dieser Philosophie verschreiben. Und wenn wir eins gelernt haben aus der Geschichte, so ist es dies, dass nämlich das Languedoc und das Roussillon aufgrund ihres Klimas und aufgrund ihrer Terroirs exzellent für Weinbau geeignet sind. Zusammen mit dem entsprechenden Know-how dürfen wir aus dieser Region Frankreich Großartiges erwarten und genau deshalb sind wir heute hier. Das Languedoc hat eine Rebfläche von ca. 220.000 Hektar, wovon ca. ein Viertel als AOP zertifiziert sind. Das Roussillon dagegen besitzt ca. 22.500 Hektar, wovon zwei Drittel den Status einer AOP haben. Die roten Hauptrebsorten im Languedoc sind Grenache Noir, Mourvèdre und Syrah. Im Roussillon liegt der Fokus ebenfalls auf Grenache Noir und Syrah, wird jedoch von Carignan und Chardonnay Perlout ergänzt. Was die weißen Rebsorten angeht, gibt sich das Languedoc noch etwas provenzalischer. Sorten wie Grenache Blanc, Bourbolanc, Picpoul, aber auch Roussanne und Roll herrschen vor. Das Roussillon zeigt sich ganz katalanisch mit Grenache Blanc und Grenache Gris, dazu Macabeo und mehr Vermentino, wie die Roll hier auch genannt wird. In beiden Regionen herrscht ein mediterranes Klima vor, wobei es mitunter in den Höhenlagen zu einem großen Unterschied zwischen den Tag- und Nachttemperaturen kommen kann, was eine klare Fruchtaromatik in den Trauben erhält. Das Languedoc zeichnet sich dann dadurch aus, dass es einen Teil hat, der stark maritim geprägt ist. Dies sind alle Bereiche, die direkt in Küstennähe liegen und somit auch von den kühlenden Winden profitieren. Der Boden hier ist hauptsächlich tiefgründiger Schwemmlandboden. Der bergige Teil des Languedoc, weiter im Westen, zeichnet sich dadurch aus, dass etwas mehr Kalkstein vorherrscht, aber dann auch vor allem in Appellationen wie Fauchère auch Schiefer. Das Roussillon dagegen ist wie ein natürliches Amphitheater geformt und wird von drei Bergketten eingeschlossen. Im Norden haben wir das Corbière, im Süden dann die Pyrenäen und ganz im Westen das Massif du Canigou. Auch hier im Roussillon findet man entlang der Flussläufe eher etwas Schwemmland, aber dann an den steilen Felshängen, vor allem in der Appellation Collioure und Banyuls, herrscht Granit, Gneis und Schiefer vor. Das waren nun einige Hintergrundinformationen. Starten wir jetzt endlich mit der Verkostung. In unserem ersten Trio stelle ich Ihnen einen Schaumwein vor und zwei recht unterschiedliche Weißweine. Wir haben hier den Lunique Gaz du Schiste von dem Château de la Liquière in Fouchère. Der Rosé-Schaumwein besteht zu 50% aus Mourvèdre und 50% Grenache Noir und hat nach der ersten Gärung noch ungefähr 25 Gramm Restzucker. Danach gärt der Wein noch etwas weiter für 6 Monate, bis wir auf 3-4 Gramm Restzucker runterkommen. Und wie der Name Schist schon vermuten lässt, wachsen die Reben für diesen Schaumwein eben auf einem Schieferboden direkt in den Cevennen. Der kleine, etwa nur 1 Hektar große Weinberg befindet sich auf ungefähr 250 Meter Höhe. Und der Schiefer hat hier Ausprägungen von grauer Farbe, blauer und auch ockerfarbig. Hier sehen Sie, wo sich die AOP Fouchère genau befindet, etwas im Hinterland von Béziers. Der Weinbau findet oft an sanften Hängen statt, mit den Bergen im Rücken. Die Schieferplatten werden gerne als Dachziegel für die kleinen Weinbergshütten verwendet. In der Familie Vidal-Dumoulin wird bereits seit dem 16. Jahrhundert Weinbau betrieben, wobei sich dann in den letzten 3 Generationen sehr viel geändert hat. Schon der Großvater Jean Vidal war ein Visionär und war sich seiner Lagen und deren Potenzial wirklich bewusst. Dann haben Claudie und Bernard bereits in den 1960er Jahren damit angefangen, einen ökologischen bzw. biodynamischen Weinbau zu betreiben. Und dies ist jetzt auch seit 2012 zertifiziert. Die 60 Hektar, die Domaine besitzt, werden je nach Parzelle einzeln ausgebaut. Und danach reifen sie weiter, entweder im Stahltank, im Demi-Müde oder im Barrique-Fass. Und wir haben jetzt hier, wie ich eingangs schon erwähnt, den Gaz du Schiste im Glas, einen Schaumwein auf Basis von Grenache und Mourvèdre.
Ja, es ist unheimlich schön. In der Nase springen einem sofort relativ deutliche florale Aromen an. Ich habe Noten von fast Holunderblüte. Etwas Hibiskusblüte ist dabei, aber dann kommt so typisch für die Grenache eben diese reife Aromatik von der wirklich hochreifen Erdbeere durch. Aber das Ganze auch gepaart mit so leichten Noten von dunkler Kirsche und sehr viel kräutrige Aspekte. Also ich finde Noten wie Salbei, aber auch wilden Fenchel, etwas Thymian, also sehr, sehr animierend in der Nase bereits. Ja, im Gaumen präsentiert sich der Wein mit einer sehr schönen, lebendigen Perlage, die unheimlich gut integriert ist. Sie stützt den Trinkfluss bis zum Ende. Das Ganze paart sich mit einer schönen Mineralität vom Schiefer. Also es gibt auch etwas Textur auf die Zunge und einer recht animierenden Säure. Alles sehr, sehr gut ausbalanciert mit den doch ein bisschen reiferen Aromen. Auch hier wieder die Erdbeere, die dunkle Kirsche, dunkle Pflaume. Und auch wieder diese Kräuter der Garrigue. Wir haben dieses Rosmarin, Thymian, auch Salbei wieder mit dabei. Und trotzdem kommt dieser Wein auf eine ganz elegante Art rüber. Er ist fein, er ist leicht, er ist belebend. Nicht ganz brüt ausgebaut, also hat etwas Restsüße mit dabei. Was ich finde, ist aber super gut integriert. Und sowas finde ich einen tollen Begleiter, gerade im Sommer als Apero. Oder auch zu Antipasti oder auch einfach mal zu Muscheln. Also dieses Salzige von den Muscheln mit der Aromatik von dem Schaumwein, das kann ich mir unheimlich schön vorstellen. Super, schön. Das war die erste Runde. Und damit kommen wir nun dann zu unserem zweiten Wein und zu unserer zweiten Appellation. Westlich von Montpellier sehen Sie hier die etwas zerklüftete AOP Terrasse du Larzac. Eine Appellation, die erst 2005 implementiert wurde und unter der ausschließlich Rotweine verkauft werden dürfen. Auf diesem Bild ist der typische Boden auf dem Weingut La Pera sehr gut zu sehen. Aufgefächert in alten Flussläufen findet sich hier hauptsächlich Kies, der mit Kalkstein, Sand und etwas Geröll durchsetzt ist. La Pera wurde erst im Jahr 2004 gegründet und ist im Besitz von Karine Anton und Robert Dugan. Sie hat einen Hintergrund als Juristin. Er ist ein bekannter Songwriter und Komponist für Filme wie zum Beispiel Die Matrix. Als Winemaker für das ca. 15 Hektar große Weingut ist Nicolas Giraudot verantwortlich. Trotz des jugendlichen Alters dieses Weinguts befindet man sich hier doch an einem der ältesten Plätze in Frankreich, wo jemals Wein angebaut wurde. Damals im Jahre Null, so circa, war aber diese Region eher bekannt für ihre großartigen Weißweine als für die roten Gewächse. Und so passt natürlich gut, dass wir jetzt nachher noch einen Weißwein davon verkosten werden. Ja, und Robert Dugan fasziniert vor allem hier an diesem Fleckchen, dass er Pionierarbeit leisten kann. Diese Region, die so alt ist, aber in Vergessenheit geraten ist, wird gerade erst wieder neu entdeckt, neu klassifiziert, neu zertifiziert und man kann wirklich Weingeschichte schreiben. Und ich denke, seine Weine und sein Erfolg geben ihm recht, denn auf der ganzen Welt werden wirklich Lobeshymnen über dieses Weingut geschrieben. Es ist ganz interessant, ich habe neulich erst einen Bericht gelesen, der Weinadvokat hat es rausgebracht, eine Studie, die umfasst die Jahre 2005 bis 2015 und richtet sich quasi nach den Punkten, nach den Bewertungspunkten. Und da reiht sich La Pera, also der Grand Vin des Weinguts La Pera, ein in die Phalanx der fünf großen ersten Gewächse von Bordeaux. Also wir sind hier nicht in schlechter Gesellschaft. Zu den Roten kommen wir aber später, jetzt erstmal zu den Weißweinen. Und ich habe hier einen Wein mitgebracht, der Deolys von La Pera aus dem Jahr 2018. Der ist auch eben hier mit 90 bis 92 Parker-Punkten bewertet. Und diesem Wein kommt vor allem genau die gleiche Aufmerksamkeit zu wie dem großen La Pera Blanc. Die Weine werden manuell gelesen.
Es findet allerdings keine Bewässerung statt, dann schonend verarbeitet und nach einer kurzen Zeit im Barriquefass werden die Weine noch weiter in neutralen Gebinden gereift. Und wir haben hier eben jetzt eine Cuvée basierend auf den Rebsorten Roussan, Marsan und Viognier. Und ja, die Nase ist wunderschön. Also was einem zuerst auffällt, ist die Nase oder die Charakteristik des Viognier mit reifen Aprikosen. Auch diese Noten von kandierter Orange, Orangenzeste. Aber dann kommen auch Noten durch, die eher für Marsan, Roussan sprechen, mit leicht gerösteter Mandel. Und auch wieder diese Kräuter, der Garrigue. Ich finde meistens bei den Weißweinen eher so diese Noten von wildem Fenchel. So auch hier. Und natürlich vom Holz auch gewisse Noten, etwas Vanille dabei, ganz dezent Brotkruste. Aber wie gesagt, auch nicht zu überwältigend. Die haben Gaumen unheimlich schön. Was zuerst auffällt, finde ich, ist eine unheimlich gute Struktur des Weines. Er hat eine präsente Säure, was diese etwas fleischigeren, würzigeren Aromen sehr gut stützt. Er hatte aber auch eine gewisse Tanninstruktur, so ein bisschen was Herbes, was auch wieder an diese Mandeln erinnert, an geröstete Mandeln. Ich finde auch wieder die Aromen von der Holzlagerung mit etwas Brioche, etwas Zimt jetzt mit dabei. Alles sehr dezent eingebaut in die Aromen, die eher über die Trauben kommen. Roter Apfel finde ich jetzt hier, so getrockneter Mango, auch Williams Christbirne und auch immer wieder untermalen so diese kräutrige Aromatik. Gefällt mir unheimlich gut. Weil er auch animiert, dieser Wein, er animiert weiter zu trinken, trotzdem, dass er 15% hat. Ich finde, die sind sehr, sehr gut eingebaut. Und sowas würde ich jetzt schon zu einem Gericht empfehlen, was vielleicht selber auch über eine gewisse Röstaromatik verfügt. Also sowas zum Beispiel wie eine gegrillte Dorade. Ne? Oder auch toll, wenn wir so ganz frische Muscheln haben in einem leichten Weißwein-Kräutersud, ist das eine unheimlich schöne Kombination dazu. Ja. Ja, und hat bestimmt auch noch einiges Potenzial zum Reifen. Dann bin ich auf den nächsten Wein gespannt. Hier sehen Sie die AOP Minoir La Livinière, wo unser nächster Wein herkommt. Das Gebiet Minoir befindet sich direkt im Hinterland von Narbonne. Das Herzstück Minoir La Livinière umfasst gerade einmal 200 Hektar. Es liegt mittig in der größeren AOP Minoir und war bereits 1999 für sein besonderes Terroir als AOP anerkannt. Die vorherrschende Bodenart ist Kalkstein. Der Wine Spectator schreibt, Château Maris ist eines der 5 umweltfreundlichsten Weingüter weltweit. Was heißt das nun genau? Nun, es ist zumindest das einzige Weingut in Europa, das von der EU und von der UN mit der B Corporation ausgezeichnet ist. Mit dieser Auszeichnung werden eben Betriebe bedacht, die ihr Unternehmen nach dem Wohl der Umwelt, der Mitarbeiter und der Nachhaltigkeit ausrichten. Natürlich muss so ein Betrieb auch wirtschaftlich laufen, doch die Idee, die dahinter ist, ist einfach, dass wenn mal alles in Balance ist und ausgerichtet, dass alles im Fluss ist und jeder gewinnt. Dieser einfachen sowie griffigen Philosophie folgt nun Robert Eden, der Winemaker und Besitzer des Weinguts, bereits seit 1997 und das mit großem Erfolg. Und seit 2008 ist das Weingut Demeter zertifiziert. Wir sehen hier Robert Eden, der einen Hanfbaustein in der Hand hält. Das Weingut verfügt nämlich zudem über den ersten Keller weltweit, der komplett aus Pflanzenmaterial, nämlich Hanf, hergestellt ist und somit zu 100% abbaubar und CO2-negativ ist. Auch damit trägt Château Maris der allgegenwärtigen Klimaerwärmung Rechnung. Die Fermentation findet mit weinbergseigenen Hefen in Betoneiern statt, was eine ganz eigene Dynamik fordert. 1999 war La Livinière der erste Teil im Languedoc, der wegen seiner unglaublich guten Qualität bemerkt wurde. Und genau hier hat Château Maris um die 45 Hektar.
Der Unterboden setzt sich zum Großteil aus Kalk, aber auch Schiefer zusammen, die mehrere Millionen Jahre alt sind. An der Oberfläche findet man dann hauptsächlich etwas Sand, auch etwas Ton. Die Appellation selber ist ganz sanft nach Süden ausgerichtet und profitiert zum einen mal von den etwas milden Einflüssen vom Mittelmeer, aber auch von den kühlen Brisen von den Pyrenäen. Und somit kommen wir zu unserem dritten Wein. Und wir haben hier den 2016er Brahma von Château Maris. Ist ein reinsortiger Grenache Gris und ist als Vin de France klassifiziert und darf sich auch über 91 bis 93 Parkerpunkte freuen. Die Reben für diesen Wein wachsen auf einer leichten Anhöhe, auf einer Art natürlichen Aussichtspunkt und sind von daher natürlich unheimlich gut belüftet. Und der Wein wird eben ohne malolaktische Gärung ausgebaut. Das heißt, er hat noch seine ganze schöne frische Säure erhalten und verbleibt für etwa 10 Monate im Barrique, worauf er dann noch etwas weiter im neutralen Gebinde reift. Und jetzt, Sie sehen es schon, ich rieche schon die ganze Zeit. Das lässt einen natürlich auch nicht los. Und wir haben, unheimlich schön finde ich, er hat fast honigartige Aromen, die mir jetzt zuerst auffallen, aber zarte Noten, eher sowas wie Lindenhonig, Lindenblüte, wieder leicht kräutrige Komponenten. Dieser Fenchel drängt sich mir wieder auch auf etwas Anis. Und dazu kommen aber Aromen von fast Kumquat. Also wir haben diese leicht orangene Zitrusfrucht, aber auch leicht kandierte Limettenschale, Limettenzeste. Und leichte Noten auch von diesen Mandelblüten, auch leicht gerösteter Mandel, fast was Marzipanartiges mit dabei. Ja, ein Wein. Man merkt, dass dieser Wein eben wirklich auch von seiner Säure getragen wird, von seiner Frische. Er ist unheimlich präsent, sehr lebendig, hat trotzdem ein ganz leicht cremiges Finish hinten raus, dank des Holzes, aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr gut integriert. Zeigt sich eher mit so ganz zarten Noten von so einer frischen Brotkruste. Und ansonsten kommen auch wieder die Aromen durch, die ich schon in der Nase hatte. Also so eine eher diese orangene Zitrusfrucht, wie von einer Bitterorange, vielleicht auch dieses Kumquat wieder mit dabei. Dieser ganze Bunch an Kräutern, Kräuter der Provence, Kräuter der Garrigue, mit Fenchel, mit Anis, kommt sehr schön durch. Auch leichte Noten von Muskat, Muskatnuss und Salbei. Und trotzdem auch, was die Frucht angeht, so ein ganz leicht exotischer Touch, wie von so einer leicht gerösteten Ananas. Also gefällt mir unheimlich gut, weil der sehr trinkfreudig ist, aber da trotzdem unglaublich komplex. Ja, und für mich ein Wein, Sie haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, also ich würde sowas paaren, irgendwie zu einem Gericht, wo ich auch tatsächlich Fenchelgemüse mit dabei habe, sei es eine Kaninchenkeule, ein bisschen mit diesen Kräutern mariniert, macht sich unheimlich gut, weil er trotzdem genug Struktur hat, um mit dem Fleisch auch mitzuhalten. Oder aber auch ja, alles, was so in eine Richtung geht wie Salade Niçoise, wo wir schon auch ein bisschen kräftigere Komponenten drin haben, über die Kartoffeln, über das Ei, über den Thunfisch, aber trotzdem auch eine gewisse Frische benötigen für das Gericht. Ja, für mich ein tolles Beispiel eben für diese Rebsorte, für diese Region. Und für mich ein schönes Triple jetzt, was wir gerade verkostet haben. Ich bin gespannt, wie es mit den Roten gleich weitergehen wird. Unser nächstes Quartett widmet sich Rebsorten abseits der sonst so allgegenwärtigen Syrah und Grenache. Und da fangen wir jetzt auch gleich an. Ich habe hier den 2015er Les Aubriers de la Pera. Dies ist eine Cuvée hauptsächlich aus Sansot und Carignan. Etwas Syrah ist noch mit dabei. Und das sind aber Rebsorten, die wurden früher gern belächelt, weil sie doch immer eher so als Rebsorten des armen kleinen Mannes galten. Das ist aber auch etwas der Tatsache geschuldet gewesen, dass diese Rebsorten einfach nicht als hochwertig angesehen wurden und auch eher stiefmütterlich behandelt wurden.
So ein Wein jetzt hier, denke ich, ist das tollste Beispiel, dass wenn man die Reben eben auch vernünftig behandelt, dass man großartigen Wein daraus keltern kann. Das Schöne jetzt hier, und deshalb sage ich hier auch mal den Preis dazu, wir haben einen Wein, der ist um die 11 Euro, ist aber mit 92 Parco-Punkten ausgezeichnet. Also ist fantastisch, da muss man weit laufen, dass man sowas findet. Ich mag auch eben hier die Philosophie von La Pera, weil die von Anfang an sich das Ziel gesetzt haben, dass sie auch mit den vermeintlich schwachen Rebsorten die gleiche Qualität, die gleiche Herangehensweise walten lassen, wie eben bei ihren großen Weinen dann. Ja, noch ein Wort zu dem 2015er. 2015 war, wie spät auch 2016, ein sehr gutes Jahr, wobei 2015 etwas wärmer war, was natürlich schon so Rebsorten ein bisschen in die Karten gespielt hat, weil eben gerade so ist ein bisschen duftiger, ein bisschen blumiger. Das heißt, wir haben etwas reifere, runde, weiche Aromen. Aber gleichzeitig war die Witterung so dergestalt, dass eben die Tanninstruktur in den Trauben sehr, sehr gut erhalten geblieben ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich dieser Wein hier präsentiert. Ja, super. Also was mir jetzt zuerst auffällt, dass er eine sehr herzhafte, sehr würzige Art, aber auch eine sehr florale Komponente hat. Also ich nehme eher dunkle Noten wahr, wie dunkle Kirsche, dunkle reife Himbeere, auch etwas wie Cranberries. Aber auf der gleichen Zeit auch Noten von Süßholz, auch wieder so diesen leichten Touch in dieses Herbale, in dieses Kräutrige wie Salbei. Ja, und tatsächlich auch so ein bisschen was, eine Art organische Mineralität, was so ein bisschen mit den Aromen von frischen Pilzen spielt, aber auch von so leicht feuchter Erde. Am Gaumen wirklich wunderschön. Er hat eine fast samtige Fülle. Die Tannine sind ebenfalls samtig gestalten, trotzdem griffig. Sie sind reif, eher von mittlerer Intensität. Und was jetzt hier am Gaumen unheimlich schön durchkommt, ist wirklich dieses Spiel aus zum einen mal von einer floralen, fast burgunderähnlichen Finesse, möchte ich sagen. Also eine ganz schöne Feinheit, aber dann trotzdem gepaart mit etwas dunkleren Aromen. Wir haben jetzt mehr die Aromen von Holunder, fast was wie Rübensirup. Dieses Lakritze, dieses saftige, Salbeiartige kommt wieder mit durch. Ja, für mich ein sehr, sehr schöner Wein. Und das ist was, ich würde den am liebsten solo trinken. Man kann ihn aber auch einsetzen zu allem, was vielleicht ein bisschen feiner ist. Also ich kann mir auch vorstellen, in Richtung was mit einem roten Bete-Carpaccio zu machen oder so ganz fein geräucherten Gamsschinken zum Beispiel, geräucherte Entenbrust, sowas in diese Richtung, denke ich, wäre eine unheimlich tolle Kombination dazu. Ja. Ja, dann machen wir gerade weiter mit dem zweiten Wein in der Runde. Und zwar kommen wir hier wieder zum Chateau Maurice. Das ist ein 2014er Les Anciens. Und Les Anciens, hier ist wirklich der Name Programm, ist ein reinsortiger Carignan von Rebstöcken, die über 100 Jahre alt sind. Also wir haben hier wirklich dann doch schon einiges auf dem Buckel. Der Boden ist zwischen den knorrigen Reben mit vielen Steinen bedeckt, aus denen auch die kleinen Schutzhäuschen der Winzer, die sogenannten Capitels, errichtet werden. Ja, und bei dem Alter der Reben, von dem wir jetzt vorher gesprochen haben, versteht es sich von selbst, dass der Ertrag extrem niedrig ist und der Wein doch über eine große Komplexität verfügt. Ich bin gespannt, also er ist jetzt Carignan. Ich liebe diese Rebsorte, ist immer etwas dunkler, etwas saftiger von der ersten Nase, hat aber gleichzeitig, finde ich, auch immer so einen leicht ledrig-animalischen, wilden Charakter mit dabei. Und das präsentiert sich jetzt hier, finde ich, auch in der Nase schon sehr, sehr schön.
Wir haben diese Aromen, die eher in die Richtung gehen von so einer ganz dunklen, saftigen, reifen Kirsche. Auch wieder Holunder. Ich habe auch sowas wie Brombeer, Brombeergestrüpp. Und ja, wirklich, ich finde, das zieht sich durch wie so ein roter Faden durch alle Weine, die wir aus der Region dort unten finden. Immer diese extreme Kräuternote. Also alles, was in diese Garrigue-Richtung reinspielt. Bei so einer saftigen Rebsorte, jetzt wie im Carignan, finde ich eher Aromen von Salbei und Rosmarin. Manchmal bei den Weißen eher, wie gesagt, spiegelt sich das eher in der Form von Fenchel wieder. Ja, aber hier, super. Es kommt auch sowas wie Nelke noch mit durch. Und auch, ja, wie vorher erwähnt, auch so eine leichte Ledrigkeit, so ein bisschen dieses nasse Fell. Am Gaumen ist er schon deutlich dunkler jetzt von den Aromen als der Aubrière, den wir gerade eben hatten. Wie gesagt, hier bestätigen sich die Aromen eher wie Brombeer nochmal, Holunder, aber auch Schlehe, finde ich, kommt jetzt sehr schön mit durch, dieses leicht rauchige. Er hat auch schon kräftigere Tannine als der erste Rotwein, den wir verkostet haben. Auch wieder dieses Kräutrige und ich finde jetzt tatsächlich auch Noten, die eher in eine Richtung reingehen wie Pfeifentabak. Und trotzdem finde ich, hatte eine ganz frische, fast ätherische Note. Ich finde, es kommen bald so Noten wie Minze durch. Also wirklich so eine ganz helle, schöne Aromatik, die sehr schön mit diesen etwas dunkleren Aromen spielt. Für mich ist das ein Wein, ich sage immer, rough guy with a true soul. Also er ist schon ein bisschen burschikoser, würziger. Aber ich finde es klasse, wenn man jetzt sowas hat wie ein Lammcassoulet oder ein Zickleinbraten. Schon eine schöne dunkle Soße mit dazu. Das geht unheimlich gut damit. Und ich finde es einen tollen Vertreter für die Region dort unten und eben auch ein toller Vertreter für die Rebsorte. Und dieser Wein, bevor ich es vergesse, ist auch ausgezeichnet mit 89 bis 91 Parker-Punkten. Also da verbirgt sich doch schon ganz schönes Potenzial dahinter. Dann gehen wir hier auf unseren dritten Wein, den Toucade Rouge vom Château de la Liquière aus dem Jahr 2012. Und wir erinnern uns, wir sind hier eben in der Appellation Fougère. Die Region, die eben hauptsächlich für ihren Schieferanteil auch berühmt ist im Boden. Die Cuvée, die wir jetzt hier haben, setzt sich zusammen aus 80% Mourvèdre. Die restlichen 20% sind jeweils 10% Carignan und 10% Grenache Noir. Das ist ein schönes Beispiel, was man dazu noch sagen muss. Von diesem Wein werden gerade mal 4000 Flaschen produziert und auch wirklich nur in den Jahren, wo die Familie Vidal einfach sagt, okay, die Qualität ist so super, wir füllen diesen Wein oder auch wirklich so ab, wie er dasteht. Das erste Mal wurde der Wein 2001 auf den Markt gebracht und also ich finde es unheimlich schön, weil dieser Wein jetzt auch schon mit einer unglaublichen Kraft eben in der Nase überzeugt. Ich habe noch mal dunklere, noch mal würzigere Aromen als bei dem L'Ancien, den wir jetzt gerade eben probiert hatten. Und es geht wirklich in diese, ja, also dunkle Frucht wie dunkle Kirsche, dann Brombeere, aber so eine getrocknete Brombeere. Ich habe Blaubeere. Auch dieses, was in Richtung von einem, ja, von Lakritze, Süßholz wieder reinspielt. Und dann aber auch, was eben typisch ist für die Rebsorte Mourvèdre, dass wir immer so einen ganzen Bunch mit Kräutern wieder mitkriegen. Natürlich auch forciert oder unterstützt durch das Klima, durch die Region dort unten. Sei es auch wieder Salbei, Rosmarin, aber auch eher ein bisschen was Herberes wie ja, Majoran. Und was mir hier sehr gut gefällt, man hat zum einen mal, super, ne? Ich habe zum einen mal diese Mineralität von dem nassen Stein, von dem nassen Schiefer, auf dem eben dieser Wein wächst, auf einer Höhe auch um die 300 Meter rum. Aber man hat dieses, ja,
Das erinnert mich schon immer auch so ein bisschen an nasses Fell. Aber man kriegt eindeutig so eine steinige, bisschen eine kräftigere Komponente eben auch mit. Und gleichzeitig diese Aromen eben vom Unterholz, wieder von dieser nassen Erde und ein bisschen auch von nassem Laub. Super. Wir steigern uns langsam, was die Tannine angeht. Ich habe am Gaumen mehr Aromen, die erinnern jetzt an grünen Tabak. Das heißt also, die Tannine sind auch ein bisschen kräftiger, sind etwas burschikoser, vielleicht ein bisschen rustikaler. Trotz allem hat dieser Wein unheimlich schöne filigrane Säure. Also da kommt eben auch wieder diese Höhenlage dazu. Und was ich sehr schön finde, das Château de la Liquière, die sind wirklich ganz, ganz zart, was den Holzausbau angeht. Also dieser Wein reift lediglich im Demi-Muid, also in diesen 600-Liter-Fässern, ohne großen Holzeinsatz, was einfach der Rebsorte und dem Terroir genug Platz lässt, sich auszudrücken. Ja, und wie gesagt, am Gaumen eher diese bisschen straffere Tanninstruktur, eine schöne Säure drin, die animiert, die belebt und dann aber auch wieder Noten, die schon an diese bisschen dunklere Nase erinnern, aber etwas frischer. Also ich habe schon auch Brombeere, Kirsche, aber es geht mehr in so eine Richtung wie Sauerkirsch, Schlehe rein. Auch wieder diese ganzen Kräuter, die jetzt auch etwas frischer wirken. Fast so eine Note von Lorbeer finde ich, auch wieder Eukalyptus, diesen Bayleaf-Charakter. Ja, gefällt mir richtig gut. Also so ein Wein macht auch Lust aufs nächste Grillfest, wenn es irgendwann mal wieder die Grillsaison losgeht oder macht ein Wintergrillen. Und ich finde es herrlich, gerade so Geschichten wie Kaninchenkeule, wo sie viel Kräuter mit reinpacken. Auch alles, was in Richtung von Auberginen geht oder Ratatouille, ist, denke ich, ein unheimlich schöner Begleiter jetzt für diesen Wein. Der hat jetzt... Fängt es an, gerade sehr, sehr schön trinkbar zu werden, aber ich denke, der hat auf jeden Fall auch noch einige Jahre Potenzial. So, und damit kommen wir zu unserem vierten Wein schon in der Runde. Der 2016er Matissa von La Pera. Und wir kommen hier auf einen 100%igen Mourvèdre. Und hier, das ist das Schöne, also dieser Wein ist ausgezeichnet mit 95 bis 98 Parco-Punkten. Und das ist sensationell. Mourvèdre reinsortig findet man wirklich nicht oft. Und ich finde, hier offenbart sich einfach einer der großen Vorteile, die wir im Gebiet Terrasse du Larzac haben, respektive noch mal mehr vielleicht auf dem Weingut La Pera selber. Weil ich finde, dass ich hier wirklich das Beste eben von der Rhône-Region mit dem Besten der Bordeaux-Region paart. Zum einen mal von der Rhône, das etwas wärmere Gebiet, dann aber auch die Rebsorten wie Mourvèdre, Grenache, Syrah. Aber was immer so ein bisschen an Bordeaux erinnert, und ich habe vorher von der Klassifizierung mit den First Groves aus dem Bordeaux erzählt, haben wir eben hier diesen kieshaltigen, steinigen, geröllbehafteten Boden, der dem Wein eine ganz andere Struktur nochmal verleiht. Ja, und dieser Wein, das wundert nicht, also in Blindverkostung wird sowas immer mal gerne entweder an die südliche Rhône gepackt oder man steckt es eher ins Bordeaux rein. Also es ist immer ein bisschen schwierig und auch für die Fachleute nicht ganz einfach, so einen Wein irgendwie richtig einzuordnen. In der Nase, toll. Er hat, wie gesagt, ein reinsortiger Mourvèdre und er bringt ganz typisch diese dunkle Kirscharomatik mit sich. Auch so eine dunkle Kirschmarmelade, fast so ein bisschen was Prozessiertes. Und aber das Ganze gepaart mit Gewürzen auch. Ich finde sowas wie Zimt und Nelke mit dabei. Dunkle Pflaume, auch fast sowas wie eine Trockenpflaume, was Ledriges kommt mit dazu. Und auch hier wieder dieses Kräutrige, wofür eben eine Mourvèdre so berühmt ist. Ne? Dieses Salbei, Rosmarin. Ich finde es ganz, ganz markant. Und dieses leicht Ledrige schlägt richtig schön durch, ohne dass es jemals zu aufgesetzt ist.
super. Also ist am Gaumen, ist er wirklich wahnsinnig komplex. Er ist dicht, er ist konzentriert, er ist lang. Und alle Komponenten sind aber unheimlich gut miteinander verwoben. Das heißt, ich habe zum einen mal diese kräftigen, fordernden, trockenen Tannine, die sind unheimlich feinkörnig, sind schon reif, aber man merkt auch hier, der Wein hat durchaus noch Potenzial. Und auf der anderen Seite haben wir doch noch eine präsente Säure, die eine gewisse Frische gibt, aber schon ein bisschen reifer daherkommt. 2016 war eben auch ein Jahr, ähnlich jetzt wie 15, mit einer guten Fähigkeit, dass die Weine reifen können, auch mit einem großen Versprechen eigentlich drin, weil der Witterungsverlauf einfach so gewesen ist, wie er sein sollte. Also für mich hat der Wein bestimmt noch 15 bis 20 Jahre vor sich. Super. Am Gaumen dann, zusätzlich zu der Struktur, finde ich, wiederholen sich auch die Aromen, die ich vorher in der Nase hatte. Eher dieses Pflaumige, dieses Backpflaume, auch so ein bisschen Speck, ein bisschen schwarzer Pfeffer kommt mit durch. Trotzdem die Tanninstruktur, finde ich, ist sensationell. Und für sowas, also das ist wirklich ein Wein, wo ich denke, das hat wirklich ein Potenzial, mal sowas zu werden wie ein Sassicaia zum Beispiel. Das sind noch Weine, die fliegen jetzt noch weit unterm Radar. Aber ich denke, wenn die mal bekannt sind, dann kommt man da leider nicht mehr so leicht an die ran. Und für mich, jetzt, man redet ja auch immer drüber, wie kann man so einen Wein einsetzen? Was kann man dazu essen? Zum einen natürlich, ich finde, machen Sie es ganz klassisch, ein Ribeye-Steak, was in diese Richtung, oder auch ganz einfach vor dem Kamin mit einer guten Zigarre, mit einem guten Buch, das Solo zu genießen, denke ich, ist überhaupt kein Fehler. Unser nächstes Trio richtet sich auf klassische Cuvées aus dem Languedoc und aus dem Roussillon, einmal auf Grenache und einmal auf Syrah basierend. Hier bekommen wir einen Eindruck vom Winter im Languedoc auf dem Weingut La Pera. Im Schutz der Berge stehen die Reben hier auf einem Hochplateau. So, und damit kommen wir zu dem ersten Wein von unserem nächsten Trippel. Und wir haben hier den 2015er Las Flores de Pera, eine Cuvée, die basiert auf Grenache mit einem kleineren Anteil Syrah und Mourvèdre dabei und noch einem ganzen Mini-Anteil Sanson und Carignan. Eine kleine Bemerkung noch dazu, weil dieser Wein eben klassifiziert ist als Terrasse du Larzac. Und um eben diese Bezeichnung zu bekommen, muss mindestens drei von den Rebsorten, also es muss Grenache, Syrah, Mourvèdre und oder Carignan und Sanson enthalten sein. Und wir haben jetzt hier der Las Flores de Pera, war oder ist eigentlich ein eigenständiger Wein. La Pera ist ja quasi der Grand Vin des Hauses. Las Flores de Pera war immer so mit der Zweitwein. Finde ich, steht aber schon sehr, sehr gut für sich auch selber ein und selber da. Aber es wird eine kleine Änderung geben ab dem Jahr 2018. Da wird der Wein dann einfach ganz simpel Deuxième genannt. So ein bisschen angelehnt auch an Bordeaux. Davon hatten wir es jetzt vorher auch schon. Einfach weil das Weingut eben auch sagt, dass die jetzt gestartet 2004 nach, sagen wir mal, 15, 16 Jahre Produktion sagen können, okay, wir haben wirklich einen Grand Vin etabliert und einen Zweitwein. Aber auch hier mit dem Wine Advocat das vorher nochmal zu vergleichen, so gut wie sich sein großer Bruder geschlagen hat, hat sich nämlich auch der kleine Bruder geschlagen im Vergleich mit den Zweitweinen quasi von den ersten Gewächsen aus Bordeaux, ist er sogar als Sieger vorgegangen. Also ist ganz interessant, was sich da so entwickelt. Aber nun zum Wein selber. Für mich super. Also man riecht schon auch wieder eine gewisse Dominanz der Grenache, nämlich mit dieser Kombi aus Erdbeeren und Kräutern, fast so dieser leicht balsamische Touch. Also Erdbeer und ja, ich finde tatsächlich immer Salbei, ein bisschen Basilikum, Rosmarin, so diese ganzen Geschichten. Er ist auch eher rotfruchtig. Wir werden das nachher im Vergleich noch sehen zum nächsten Wein, der eher diese blaufruchtigen Aromen hat. Aber ich finde auch hier rote Pflaumen, so ein bisschen was wie roter Pfeffer ist noch mit dabei.
diese Garrigue-Noten natürlich, ne, ich denke, dafür ist einfach auch diese Region prädestiniert. Und auch hier, was mir sehr schön gefällt, es kommt sehr gut diese leichte unterholzige Note mit durch, auch Aromen von Wacholder, so dieses strauchige Wacholderbeeren. Super. Wie gesagt, dieser Wein steht wirklich für sich selber ein. Er ist dekoriert mit 96 plus Punkten und das finde ich absolut gerechtfertigt. Jetzt am Gaumen, er zeigt sich noch ziemlich jugendlich. Präsent im Moment ist wirklich das Tannin. Es ist kräftig, es ist fordernd, es ist aber auch feinkörnig reif. Also man merkt einfach nichts Grünes an diesem Wein. Trotzdem, wie gesagt, der Wein hat noch ein sehr, sehr gutes Potenzial. Die Säure ist auch hier wieder lebendig, aber integriert, eher stützend eingearbeitet. Und ich finde auch eher wie diese rotbeerigen Aromen, aber es ist etwas frischer, etwas jünger. Ne? Wir haben schon auch diese, eher sowas wie rote Träuble jetzt, Sauerkirsch, Schlehe und Schlehenhaut, finde ich relativ stark. Ja, diese Kräuternoten kommen wieder voll durch, auch leicht grüner Tabak in diese Richtung reingehen. Bisschen Nelke auch, Zimt, also diese leicht hölzernen, gewürzigen Noten. Ein Wein mit einer unglaublich schönen Länge, er ist samtig hinten raus. Da kommt dann auch so ein bisschen diese Pflaume, dieses Pflaumengewürzige wieder mit durch. Und ja, für mich wirklich was mit einem unglaublich guten Potenzial. Auch einzusetzen zu allem, was kurz gebraten ist. Ich finde aber auch, er hat so eine ganz leicht aparte Süße eben über diese Frucht drin. Das heißt, ich würde sowas tatsächlich auch sehr gerne nehmen, wenn man jetzt so eine Ente hat, die angebraten ist, so ein bisschen diese Fettkruste drauf. Denke ich, ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Super. Ja, dann gehen wir zu dem nächsten Wein. Und zwar kommen wir hier auf den 2015er Cru Les Armandiers von Château Maris aus La Livinière. Und hier ist es ähnlich, wie wir es jetzt vor bei Terrasse du Larzac gesehen haben. Da hieß es ja, wir müssen mindestens 3 Rebsorten eben in dem Blend drin haben, in der Cuvée. Bei diesem Wein ist es jetzt hier, dass er eben als La Livinière AOP laufen darf, muss er mindestens 40% haben, kombiniert aus Syrah mit etwas Mourvèdre. Aber wir haben hier, das ist ein sehr schöner Vergleich, hier hatten wir eher Grenache-lastig, hier eher Syrah-lastig. Bin gespannt, wie sich das dann in der Verkostung dann durchschlägt. Was hier vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen ist aufgrund des Namens, es wachsen in der Ecke eben auch ein paar kleine Mandelbäumchen und von daher heißt dieser Wein halt so wie diese kleinen Mandelbäumchen dort im Weinberg. Super. Ja, also schon von der ersten Nase präsentiert sich dieser Wein wirklich komplett anders als der Las Flores de la Pera. Er wirkt sehr viel dunkler von den Aromen. Also ich habe Noten wie dunkle Brombeere, Holunder, aber auch dunkle Pflaume. Und von den floralen Aromen, finde ich, geht er mehr in die Richtung, dass wir Noten haben von Veilchen, also ein bisschen leicht zerdrückte Veilchenblätter auch. Auch dieses Unterholzige, hier jetzt aber mehr in Form von einer leicht feuchten, modrigen Erde, von etwas Humus. Ja, wie gesagt, dieses leicht fleischige, also ich finde hier so diese Kombi aus fleischigen, herzhaften, dunklen Aromen kombiniert mit diesen leicht ledrig, veilchenartigen, floralen Aromen unheimlich apart und auch sehr ansprechend.
Ja, am Gaumen dann präsentiert er sich mit einer ähnlichen, ja, unterschwelligen, kräftigen, dunklen Energie, wie wir es in der Nase schon hatten. Er hat wie so diese dunklen, satten Aromen, Maulbeere, finde ich, diese getrocknete Pflaume, Schlehe, das kommt sehr schön durch. Dann diese leicht floralen Aromen von den Veilchen. Und auch wieder, ich finde jetzt zusätzlich zu dem Zimt, Nelke, ein bisschen mehr diese Tabak- und schwarze Pfeffer-Aromatik. Und wirklich auch von den Tanninen ist er jetzt vielleicht nicht ganz so adstringierend, wie wir es vorher hatten, aber er wirkt sehr saftig, er wirkt fast, ja, erinnert mich ein bisschen an die Gewächse, die wir eben von der Rhone auch her kennen, mit diesen, ja, fleischig, fast blutigen Komponenten mit dabei. Fast so ein bisschen wie Orangenblüte, Cassis kommt mit durch. Für mich ein schöner Wein, wenn man jetzt was Geschmortes hat, zum Beispiel in Richtung von einem Ossobuco, geschmorte Ochsenbäckle, finde ich, ist das eine tolle Kombination. Oder auch alles, was so in diese Richtung geht, mit auch hier wieder eher so die Richtung mit Auberginen, mit Zucchini, alles so diese gegrillten mediterranen Gemüse, finde ich sehr, sehr toll damit. Also, und das ist auch ein Wein, also die sind eigentlich wirklich auf Augenhöhe. Wir haben hier einen Wein, der ist mit 95 bis 97 Parkerpunkten ausgezeichnet. Also es ist, ja, schönes Triple, was wir hier haben. So, und damit kommen wir dann zu dem letzten Wein in diesem Triple, aber zu dem vierten Weingut hier in diesem Tasting. Und dafür überqueren wir das Corbière. Das heißt, wir gehen vom Languedoc ins Roussillon und kommen zur Domaine du Trachiné. Genauer gesagt befinden wir uns hier dann in der Region Banyuls bzw. Collioure und sind damit schon voll im katalanischen Kulturraum. Trockene Weine aus dieser Region laufen unter der AOP Collioure, die Vendue Naturelle unter der Bezeichnung der AOP Banyuls. Die Appellationsgrenzen sind dabei identisch. Die kleine Stadt Collioure, hier sehen wir den einzigen Leuchtturm, heute ein Glockenturm, liegt direkt am Mittelmeer. Die Klarheit und Intensität der Farben lockten im frühen 20. Jahrhundert Maler wie Matisse und Braque an. Sie malten so ausdrucksstark und wild, dass sie bald nur noch als Les Fauves, die Wilden, bekannt waren und sich daraus eine eigene Stilrichtung der Malerei entwickelte. Bezeichnend für diese Weinregion direkt am Fuße der Pyrenäen sind die steil abfallenden und deshalb oft terrassierten Weinberge. Der Boden setzt sich aus verwittertem Schiefer und aus Granit zusammen. Jean-François Dehou begann 1988, das Familienweingut umzustellen auf ökologischen und biodynamischen Weinbau. So besitzt die Domaine du Trachiné heute an der Côte Vermeille um die 18 Hektar. Seit 2013 ist das Weingut Demeter zertifiziert. Und ja, was mir noch einfällt, was vielleicht eine ganz interessante Geschichte ist, der Name Trachiné. Domaine du Trachiné. Trachiné bezieht sich auf eine alte Berufsbezeichnung, nämlich den Beruf eines Maultiertreibers, was sein Onkel doch als letzter seiner Art eben ausgeübt hat. Heutzutage ist es trotzdem noch von einiger Relevanz, weil diese Region wirklich sehr, sehr unzugänglich ist und das Maultier wirklich das Arbeitsmittel Nummer 1 in dieser Region darstellt. Hier sehen Sie einen typischen Weinberg aus Banyuls bzw. aus Collioure. Extrem steil, Buschweinerziehung und loses Schiefergeröll, das mühsam mit Mauern gestützt werden muss. Wenn man Bilder sieht wie eben, wird einem schnell klar, dass hier der Ertrag wirklich minimal ist und eigentlich nur manuelle Arbeit möglich ist. Und so haben wir jetzt hier den 2006er Cuvée Capataz aus der AOP Collioure. Eine Cuvée, die basiert zu 50% auf Syrah. Ansonsten haben wir noch etwas Grenache, Carignan und Mourvèdre mit dabei. Der Wein lagert für 24 Monate im Barrique, teilweise davon gebraucht, wurde komplett entrappt und hatte eine Maischestandzeit von ca. 30 Tagen, also schon auch etwas länger. Und was ich Ihnen jetzt hier ganz zu Anfang zeigen möchte, ist wirklich die Farbe des Weines. Er hat zu den Rändern hin bereits eine leichte Färbung, die in so eine Mahagoni-Richtung oder fast orange, leicht bräunlich reingeht. Ein Zeichen schon auch dafür, dass dieser Wein einige Jahre auf dem Buckel hat.
Ich finde es jetzt super interessant zu verkosten, weil wir hier so ein bisschen die Youngsters hatten mit 2015er Jahrgang vor 2014, 2016 und hier jetzt wirklich mal einen aus dem Jahr 2006. Ja, und das Schöne ist, was sich im Auge schon bestätigt hat oder angedeutet hat, mit der gewissen Reife finden wir auch in der Nase wieder. Wir haben zum einen mal schon fast kandierte, getrocknete Früchte, die ja, sich sowohl im roten wie auch im blauen Spektrum befinden. Aber wir haben auch Noten, die mehr in so eine Richtung wie Kakao, Lebkuchengewürz, Zimt, Nelke und sowas reinspielen. Super interessant, also wegen der Frucht bin ich jetzt mehr im Bereich mit dieser, ja, fast wie so eine Dörrpflaume, fast sowas wie eine Speckpflaume auch mit dabei. Blaubeere, Brombeere, auch wieder diese Kräuter. Etwas Lakritz kommt mit dazu. Ja, und sonst wirklich so, ja, Noten auch von schwarzer Olive, schwarzem Pfeffer. Sehr, sehr apart, sehr reichhaltig, auch sehr vielschichtig, diese Weine jetzt schon in der Nase. Ja, im Gaumen präsentiert sich dann wirklich, dass diese Weine altern können und bitte auch altern dürfen, weil die Tannine sind unheimlich zart. Sie sind samtig, sie sind dennoch unglaublich präsent. Also wir haben wirklich diese Würze. Es ist noch überhaupt keine Erscheinung von der Müdigkeit in diesem Wein wahrzunehmen. Die Tannine sind sehr feinkörnig. Jetzt wirklich ein absolut toller Zeitpunkt, diesen Wein zu trinken, wobei ich auch denke, dass er schon auch noch ein gewisses Potenzial hat. Und was mir sehr gut gefällt, dass sich hier wirklich die Nase auch zum Gaumen schon gefunden hat. Denn ich kann am Gaumen ähnliche Aromen wahrnehmen wie bereits in der Nase. Das heißt, es kommt auch dieses Dattelige durch. Wir haben getrocknete Feigen, wir haben dunkle Schokolade und aber trotzdem dann auch wieder diese ja, getrockneten Pflaumen, Pflaumenmus. Dieser Garrigkräuter, die ja alle Weine jetzt aufgewiesen haben die ganze Zeit, eher in Form wie getrockneter Salbei und auch wieder aber diese gewürzigen Komponenten wie Zimt, wie Muskat, Nelke, auch Lakritz und schwarzer Pfeffer spielt sehr, sehr deutlich mit dazu. Ein toller Wein, der, wie ich finde, Druck hat und Länge und das alles aber unglaublich schön paart mit einer gewissen Eleganz. Also man kann das wirklich, so hat wirklich einen sehr, sehr guten Trinkfluss. Und sowas finde ich, dadurch, dass es so eine gewisse Süße hat, finde ich, ist es eine tolle Kombination zu sowas wie einem Wildschweingulasch. Man kann auch alles machen, was so ein bisschen marokkanisch, orientalisch angehaucht ist. Oder Sie könnten mal Yin und Yang probieren und sowas zu versuchen zu einer ganz klassischen Paella. Denn Sie glauben gar nicht, wie gut diese Safrangewürze mit einer Frucht von solchen Weinen zusammenpassen. Und so kommen wir zu unserem finalen Flight, bei dem wir auf die berühmten Süßweine aus der Appellation Banyuls eingehen werden. Wir werden diese als Blanc, also Rimage Rouge und als Grand Cru Ordage verkosten. Doch dazu erst einige Hintergrundinformationen. Banyuls ist ein Vendoux naturel, also ein Wein, der auf ganz natürliche Art zu seinem Zuckergehalt kommt. Dazu erkläre ich Ihnen jetzt kurz noch den Herstellungsprozess. Die Trauben werden regulär geerntet zum optimalen Reifezeitpunkt und werden daraufhin eingemeischt. Während der Gärung kontrolliert der Winzer immer mal wieder den fermentierenden Most und irgendwann stellt er fest, dass der Zuckergehalt, der jetzt noch in dem Wein vorhanden ist, genauso im späteren Wein vorhanden sein soll. Und er sagt, gut, die Gärung muss unterbrochen werden. Diese Unterbrechung der Gärung wird mit einem ganz einfachen Kniff bewerkstelligt, der sich Mütage nennt. Mütage heißt übersetzt nichts anderes als stumm machen und bezieht sich eben darauf, dass das Blubbern des Weines unterbrochen wird. Hierfür wird hochprozentiger, neutraler Traubenbrand, also ein Traubenbrand mit 96%, in einer Ratio von 5-10% der Menge des Mostes hinzugefügt. Dadurch erreicht der Wein einen erhöhten Alkoholgehalt. Wir sprechen hier von mindestens 15%, die verpflichtend sind und die Hefen sterben ab und somit ist die Gärung unterbrochen.
Chaptalisation ist bei solchen Weinen natürlich absolut verboten. Dahingegen ist aber manuelle Lese in verschiedenen nachfolgenden Lesevorgängen absolut verpflichtend. Ein finaler Banyuls muss dann mindestens 45 Gramm Restzucker aufweisen pro Liter. Abgesehen von einigen kleinen Ausnahmen, wie zum Beispiel später den Banyuls Rimage, den wir verkosten werden, sind die meisten Banyuls eben ein Verschnitt aus mehreren Jahrgängen, da sie in der Regel noch in kleinen Fässern oder in kleinen Glasballons, den sogenannten Demijohns oder Bonbons, noch nachreifen. Hier sehen wir diese Glasballons, die bei Wind und Wetter den Elementen ausgesetzt sind. Dies verleiht dem Wein einen sogenannten Rancio-Charakter, der sich ähnlich wie einem Madeira auswirkt, indem er dadurch Aromen von zum Beispiel getrockneten Datteln entwickelt. So, dann wollen wir die mal verkosten. Wir beginnen mit der weißen Alternative, der Blanc 2016 Vendu Naturel. Für einen weißen Banyuls müssen mindestens 80% der Rebsorten Grenache Blanc beziehungsweise Grenache Gris oder Macabeo enthalten sein. Außerdem ist es noch möglich, etwas Muskat dazu zu tun oder Vermentino. Und hier in diesem Fall haben wir eben einen kleinen Anteil noch von Muskat mit dabei. Wie gesagt, den 2016er haben wir im Glas. Und es ist jetzt mal ganz interessant von der Farbe zu sehen. Ich zeige Ihnen das gerade mal hier. Er hat schon noch ein sehr, sehr schönes Goldgelb. Wenn dieser Wein jetzt etwas weiter reifen würde, also dieser Wein jetzt hier ist eben für 3 Jahre gereift, das ist das Minimum. Wenn wir den jetzt etwas länger lagern, wird er immer dunkler, wird bernsteinfarbig und genau so ist dann auch die Bezeichnung, da nennt sich das nämlich Ambré. Das ist ganz interessant eigentlich zu wissen, wenn Sie mal ein Ambré sehen, okay, ist immer aus weißen Trauben gemacht, aber halt einfach ein bisschen eine gereiftere Alternative. Und ja, also ich finde es unheimlich schön, wie die Weine sich in der Nase schon immer präsentieren. Natürlich, im ersten Reinriechen, wir erinnern uns, der Wein ist gesprittet. Das heißt, wir haben ja vorher erzählt, dass 96%iger Traubenbrand dazukommt. Das heißt, wir haben auch in der Nase ein bisschen ein stechendes Element, ähnlich wie wir es eben von einem Portwein kennen. Aber ich finde, was wunderschön ist, ist diese ganz klare, satte, reife, gelbe Frucht. Also ich nehme hier Noten wahr von getrockneter gelben Birne. Ich habe Quittenaromen, auch sowas wie Quittengelee. Melone, also so eine reife Cantaloupe-Melone kommt mit durch. Und auch aber wieder witzigerweise so diese leichten Aromen Richtung Zitrone, Orangenblüte. Und wie wir es vorher immer auch hatten in den Weinen, wieder dieses kräutrige Element. Wir haben auch wieder leicht Anis, diese frische, fast ätherische Note, die in so eine leichte Richtung wie Zimt reingeht, etwas frisch geriebene Muskatnuss, finde ich. Also es ist unheimlich schön und animiert wirklich, da auch mal ein Stückchen zu probieren. Super. Was ich so lieb an diesen Weinen ist, dass die immer trotz ihrer Süße, die sie haben, auch noch eine ganz präsente Säure mit sich bringen, die dem ganzen Wein natürlich auch eine tolle Struktur verleihen. Das heißt, wir haben den Alkohol als bisschen kräftigeres Element, wir haben die Süße, aber auch eine tolle Frische. Und ich kann trotzdem diese Reifenaromen sehr gut wahrnehmen, die wir vorher auch in der Nase hatten. Ich finde jetzt ein bisschen mehr von dieser Melone, von dieser Cantaloupe-Melone, aber auch so ein bisschen geröstete Ananas, diese ganzen Spices wie Zimt, Muskat kommen wieder mit dazu und auch dieses ganze Trockenobst. Ich finde es unheimlich apart, mir macht sowas wirklich super Spaß. Und es ist eigentlich schade, dass es so wenig bekannt ist. Für mich, ich würde sagen, wenn Sie so einen Wein trinken möchten, machen Sie es wirklich wie unsere französischen Nachbarn als Aperitif. Sie können durchaus auch vielleicht einen kleinen Eiswürfel da reinmachen. Mehr würde ich nicht machen, weil es einfach sonst zu sehr verwässert. Aber im Sommer so ein bisschen als frischen Apero, finde ich, ist es eine tolle Alternative. Und natürlich geht sowas wunderbar auch
für jegliche Art Desserts, also sei es eine Apfeltartata oder irgendwas mit Karamell, eine Crème Brûlée, ist unheimlich schön zu kombinieren. Oder auch, wie die es dort unten machen, das Collioure ist auch wirklich bekannt für seine Anchovies. Das heißt, wir können dieses Salzige von den Fischen mit diesem Süßen von dem Wein paaren. Und glauben Sie mir, das ist wirklich eine hochinteressante Kombination auch. Dann brauche ich jetzt ganz kurz ein neues Glas. Und wir kommen zu unserem zweiten Banyuls. Und zwar ist es ein 2016er Rimage. Rot in der Farbe, rot von den Trauben her. Gefordert sind ein Großteil an Grenache hier. Und wir haben ja vorher gelernt, dass die meisten Banyuls immer ein Verschnitt aus mehreren Jahrgängen sind. Das ist auch richtig so. Aber immer wenn Rimage draufsteht, haben Sie einen ganz jungen Jahrgangs-Banyuls im Glas. Der kommt frühestens ab Mai dann auf den Markt. Und Zielsetzung ist hier wirklich, diese frische, lebendige Aromatik zu behalten. Und ich zeige Ihnen jetzt hier mal ganz kurz die Farbe, weil das wirklich hochinteressant ist. Ich hoffe, man kann es sehen. Er ist opak, das heißt, er ist wirklich dunkelschwarz, er ist undurchlässig. Und am Rand finden wir wirklich noch so diesen jugendlichen, pinkfarbenen, fast magentafarbenen Schimmer, was eben uns immer einen Hinweis gibt auf die Jugendlichkeit eines Weins. Außerdem sieht man hoffentlich sehr schön diese Tränen. Sie sind sehr dickflüssig, sehr zähflüssig. Das verspricht uns natürlich ein bisschen opulenteren, kräftigeren Wein. Und ja, also ich finde, das, was man sich dann schon vorstellt von der Farbe, trifft sich auch in der Nase unheimlich schön. Ich habe sehr reife Aromen von Maulbeere, von Holunder, aber auch von getrockneter Feige. Dazu kommen dann auch noch florale Aromen, so wie wir es eben früher hatten, jetzt bei der anderen Verkostung mit den Grenache-basierten Weinen. Ja, wir haben so ein bisschen diesen Salbei dabei, Veilchen und auch aber dann Noten von Lakritz, von Bitterschokolade. Und trotz allem wirkt dieser Wein überhaupt nicht träge, sondern ist geführt von ganz frischen Aromen, von einer reifen Frucht, aber nichts Getrocknetes, sondern sehr, sehr lebendig. Super. Also das ist wirklich super schön gelungen. Ich finde hier, das Erste, was man wahrnimmt, ist klar auch ein bisschen der Alkohol, aber gleichzeitig diese packenden, tollen Tannine. Sie sind jugendlich, frisch, knackig, mit einer tollen Textur. Es animiert sogar ein bisschen den Speichelfluss, also man möchte gleich ein bisschen mehr trinken. Dazu eine unheimlich toll eingebundene, frische Säure auch wieder. Und das Ganze ist untermalt von den Aromen, die wir vorher auch an der Nase hatten. Das heißt, ich habe auch wieder Brombeere, ich habe diese dunkle Pflaume, eine saftige dunkle Pflaume. Holunderbeeren kommen mit dazu, auch etwas Maulbeere. Und jetzt am Gaumen beginnen schon diese leicht getrockneten Aromen, wie so eine getrocknete Feige. Und was mir auch sehr gut gefällt, er hat lustigerweise auch ein Element, was ein bisschen frischer wirkt. Also auch diese leichten Anisaromen und ich finde fast so was wie Orangenzeste. Also hat so eine leicht ätherische Note, lebendige und lebensbejahende Note mit dabei. Ja, diese Kombination, die dieser Wein hat, aus Würze und Süße, ist eine unheimlich schöne Balance. Und wie gesagt, das ist hoch animierend, das Ganze. Für mich, ich fände es unheimlich lecker, wenn ich jetzt dazu eine Feigentarte hätte oder auch sowas ganz, ganz Klassisches wie ein Schokoladensoufflé. Also damit sind Sie wirklich sehr gut beraten. Toll. So. Und damit kommen wir zu dem dritten im Bunde. Ein Banyuls Grand Cru Ordage. Das heißt Grand Cru. Die Region, die Appellation Banyuls, ist ungefähr
900 Hektar groß. 200 Hektar davon sind reserviert für Weine, die dann das Label Grand Cru tragen. Die müssen auch immer ein bisschen länger reifen. Also vorher hatten wir gesagt 3 Jahre Minimum, hier sind es mindestens 5 Jahre Minimum. Und ein weiterer Unterschied ist, dass wir hier bei einem Grand Cru immer auch mindestens 75% der Rebsorte Grenache Noir drin haben müssen. Der Rest, wie vorher auch bei den regulären roten Banyuls, haben wir eben dann meistens mit Syrah aufgestockt. Ein Ordage zählt jetzt von der Kategorie her da hinein, dass er ganz leicht in diesen sogenannten Ranzio-Charakter reinspielt. Das heißt, er hat, wie vorher erwähnt, auch diese Noten, die eher in eine Richtung reingehen, wie getrocknete Dattel, getrocknete Feige und auch dieses ganze Portfolio, was in diese Richtung von Nuss-Nougat und diesen gerösteten Mandel reinspielt. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, und er ist eigentlich so wie man es erwartet. Wir haben Nougat, wir haben diese gebrannten Mandeln drin. Fast so was wie Rübenzucker kommt durch. Und ich finde aber trotzdem, die Rebsorte Grenache zeigt sich immer noch recht deutlich, nämlich in Form von so einer leicht gekochten, konfierten Erdbeere und tatsächlich auch wieder diese ätherischen, kräutrigen Aromen, wie ja, fast ein getrockneter Salbei, getrockneter Rosmarin wieder. Und dazu dann auch Lakritz, dunkle Schokolade, also es ist unheimlich vielschichtig. Am Gaumen unheimlich schön. Man merkt im Wein schon an, dass er ein gewisses Alter hat, dass er auch eine gewisse oxidative Note hat, aber genau so soll das eben auch sein. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir hier im Gegensatz zu dem jugendlichen Rimage deutlich samtigere, sanftere, weichere Tannine haben. Trotzdem liefern die so eine leicht rauchige Komponente auch mit dazu, was mir sehr gut gefällt. Wir haben auch wieder eher die Noten, die in Richtung gehen von getrockneter Dattel, von eher einer Milchschokolade jetzt. Und diese ganzen gewürzigen Noten, finde ich, wie Nelke, Zimt kommt, finde ich, sehr, sehr schön durch. Auch so ein bisschen was Muskatiges ist super toll integriert. Der Wein ist süß, aber trotzdem sehr schön elegant. Wir haben trotzdem noch eine recht lebendige Säure bei dem Wein dabei, was natürlich auch bis zum Schluss dann anhält und auch wieder dem Ganzen Struktur und Leben einhaucht. Das heißt, es ist weit davon entfernt, irgendwie so was Lahmes, Schweres zu sein, sondern es hat wirklich noch Feuer und trotzdem noch Leben drin, was mir sehr gut gefällt. Und ja, ich möchte Ihnen natürlich auch die Farbe hier nicht vorenthalten, nachdem wir Ihnen die vorgezeigt haben. Man sieht es jetzt, denke ich, hier sehr, sehr schön, dass wir eher in so eine leicht bräunliche Richtung, auch wieder diese Mahagoni-Richtung reingehen mit leicht orangefarbigen Rändern, was eben auch darauf hinweist, dass dieser Wein etwas mit Sauerstoff und ja, in Kontakt gekommen ist und ein bisschen länger gelagert ist. Sowas für mich wäre es fantastisch, wenn ich irgendwie ein paar Pflaumen im Speckmantel dazu hätte. Ganz klassisch natürlich auch alles, was so in eine Richtung geht, mit einem Schokosoufflé wieder oder auch mit Nougat. Oder für diejenigen, die es eher salzig mögen, finde ich, ist das auch eine super Kombination, zum Beispiel zu Blauschimmelkäse dazu. Dies war ein kleiner Einblick in die großartige Welt der Weine aus dem Languedoc und aus dem Roussillon. Ich denke, es ist uns sehr gut gelungen darzustellen, dass hier weit mehr verborgen ist als billiger Wein aus dem Tetrapack. Für mich ist dies hier einer der spannendsten Teile Frankreichs, was die Zukunft des Weines angeht. Denn die uralten Gebiete werden gerade erst so wiederentdeckt oder auch neu klassifiziert. Mit unvergleichlicher Dynamik sind sehr viele Winzer in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs. Sie erkennen den Wert der alten Rebanlagen und bringen diesen
gekonnt zur Geltung, sei dies in Form der ganz klassischen Vendue Naturel, der gerade erst wieder eine Art Comeback erlebt, oder sei dies in Form der trockenen Rotweine, die schon heute international für Furore sorgen. Doch ich finde auch, dass es immer wieder Spaß macht, die Weißweine zu verkosten, denn sie stellen für mich wunderbare Speisenbegleiter dar, vor allem zur mediterranen Küche. In diesem Sinne darf ich mich ganz katalanisch bei Ihnen verabschieden, sage per B, zum Wohl. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen.